Hallöchen und willkommen zurück zu unserem Bro Let's Play Path of Exile Folge 5. 5. Yay. Folge 5. Wieder mit dabei, der Cyrus. Hier. Und ich, euer Leisereiter, der STB. Es freut mich, euch wiederzusehen. Beim letzten Mal haben wir unsere Reise in der, beziehungsweise auf dem molligen Schussfriedhof beendet und stehen jetzt vor dem Tor in das neue Gebiet. Und wir machen es einfach mal in das neue Gebiet auf, was die Coves sind. Also müsste ich das Tor auch noch treffen, damit ich reingehen kann. Das wäre heiß. Ja, das wäre zumindest eine Bedingung, die nächste Karte zu betreten. Was so. Was ist das hier? Ah, das ist ein aufgespießter Vogel. Oh, wie süß. Das habe ich jetzt nicht damit meinen wollen. Oh. Suggeriert hier ein bisschen wie Abend. Ah, das sind die Stimme. Ah ja. Das sind fiese Zombies. Die hinterlassen so eine schöne Stinkewolke. Und langsamer drin. Hui. Drogo ist gut, weil der hat seinen Whirling Blades Skill. Kann er darüber rüber huschen. Ich kann das nicht. Nee, das stimmt. Aber ich muss ja auch nicht so schnell ran wie du. Nö, du kannst ja auch aus der Entfernung schießen. Was hilft denn einer? Hier geblieben! Hm, halte den Dieb. Er hat einen Pfeil in seinem Schwanz. Ja. Au. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Nee. So. Kiste. Ist ein Orb gefallen, der für dich reserviert ist. Oh. Ja, ne? Jetzt nicht mehr. So, ah, nee. Ein Schlingel. Das sind gespießte Sachen. Oh, diesmal im Kreis gespießte Sachen. Mhm. Grupp, ich beschwöre dich. Grupp. Ja. Der levelt jetzt schon wieder vor mir. Tja, was musstest du auch in der letzten Folge sterben? Ja, sowas kommt nun mal vor. Darf man sich auch nicht demotivieren lassen. Oh, guck mal hier. Ach, der Schlingel ist das hier mit seiner Aura. So. Na, hier ist noch einer. Was ist das sogar ein Tempel? Ich komme gleich. Hey, warum läufst du in Zeitlupe? Warum spricht man dann in Zeitlupe, wenn man so langsam läuft? Aber gut. Das sind nun mal physikalische Gesetze, die keiner versteht. No. Boink. 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 Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, doch weg. Jetzt bin ich in die Brühe gelaufen. Sollen wir kurz unseren vorhandenen Punkt einsetzen? Oh ja, why not? Irgendwie höre ich was. Mhm. Oh. Ein Ghoul. Der ist ja nicht so. Ach, die. Dem unstillbaren Hunger. Die euren Leichenfresser, die. Ja, die kenne ich auch irgendwo her. Ich kann mich nur nicht erinnern. Ach, echt? Woher? Ja, doch. Ja, sie, es gab so eine Dinger auch in Diablo 2, glaube ich. Oder 3. Ich glaube eher 2. Ah, genau, 2 war es. Ich glaube im dritten Abt. Also. Das ist ja fies. Im Wasser sieht man die Wolken nicht so gut. Nee, nicht wirklich. Da spürt man sie nur. Blöder Fluch. Fluch dich doch selbst. Ist der immer noch auf dir drauf? Champion. Nee, schon wieder. Pack den denn immer rauf, bitte. Ja, diese Krebsdinger hier. Echt? Tatsache. One-Hit. Steht sogar in der Beschreibung dran. Das sind ja Schweine. Die haben so eine Charges. Das sind diese grünen Dinger, die um die rumfliegen. Je mehr, desto mehr machen sie Schaden. Schweinerei. Ja. Ich mochte Krebstiere irgendwie noch nie so richtig. Ich mag Krebstiere. Oh. Auf dem Teller. Additional Lightning Damage.
blauer Slot. Hast du einen blauen Support-Slot? Ich glaube schon. Moment, ich muss erstmal hier die Nimmer-Sette. Ist das ein Support? Oh, ein Support-Gem. Ja, das ist ein Support-Gem. Das ist ja erquickend. Ja, ich könnte meine Aura, aber das macht, glaube ich, wenig Sinn. Oder? Das wäre tatsächlich mal interessant. Ich probiere es einfach mal aus. Ob die Aura dann... Nee, es funktioniert nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Sonst habe ich erstmal keinen blauen... Aber das kann ja noch kommen. Ich behalte ihn mal und wer zuerst was findet, der kriegt ihn dann. Ups. Hier ist wieder so ein Nimmersatt. Blub, blub. Blub, ich treffe irgendwas. Ja, hier so ein Krebs wieder. Hier ist ein Orb für dich. Alteration. Das Schlimme ist ja, die fressen sich sogar gegenseitig. Die haben ja keinen... Kein Respekt. Kein Respekt. Keine Scheu. Das ist ein... Naja, so ein Sucker, so ein Swift-Sucker. So hieß er wirklich. Oh, guck mal, Säbel. Ja, aber das ist auch eher so ein Duelist was. Das ist nur einer da, oder? Ja, und ist auch Stärke erforderlich. Nein, du hast nur keiner. Oh, er hat mich schon. Zu spät. Das sind diese Schießer hier. Oh, da kommt was Mächtiges. Mächtiger Badaboom. Oh, der ist aber schnell unterwegs, ey. Der ist... Alter, hallo, bleib mal. Hallo, bleib doch mal hier, bitte. Ich möchte mal mit dir reden. Ja, irgendwie... Ja, Alter. Void Shot. Naja. Schauen wir mal. Bleibst du hier. So, yay. So, hier. Er hat einen Hammer gedroppt. Voll der Hammer. Ach, als wäre es nicht wenig genug hier, sind natürlich auch noch haufenweise Champions unterwegs. Woo. Der ist fast tot, der ist fast tot. Meine Güte. Meldet. Gucken, ob man das machen kann. Fair. Ja, das ist alles doof hier. Map doof. Zombie doof. Oh, warte mal, hier wäre... Pfeil doof. Ach, schon wieder so eine... Oh, ein Champion auch noch. Oh, ich habe Incinerate gefunden. Schießt du jetzt vier Pfeile? Ja, ab und zu. Was heißt denn ab und zu? Hast du nicht immer viel Pfeile? Okay, warte mal, ich könnte hier. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Machen wir das mal. Nee, warte mal. Lass rum. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Warum geht das jetzt nicht? Ah, jetzt die falsche Rüstung ist. Entschuldigung, bin gleich fertig. Buntes so. Diamanten mischen. So. Boah, Muscle Shirt. Heiß. Ja, und meine Whirling Blades machen jetzt auch Elektroschaden. Hey, das ist cool. Schon wieder ein Champion. Der hat er beinahe gefressen. So, hier ist, denke ich mal, sowieso der Rand jetzt. Von wo kommen wir denn? Ach, kommen wir von unten? Kommen wir von oben? Kommen wir von unten? Kommen wir von unten irgendwo. Wir müssen da eh nach da oben. Da ist ja schon der nächste Kartenübergang. Hm? Haben wir wohl verpasst. Übersehen. Was auch immer. Oh. Im Nordosten. No. Geschwind! Ach, so. Naja, oder nicht. Im Nordosten, sagt er. Ja, jetzt sichtbar, dieser schöne große da. Skelettosaurus. Ja, wie kann man das übersehen? So. Na Mensch, direkt ein Wegpunkt. Na, ist aber auch voll Knorke. Oh, wir haben eine Quest zum Abgeben. Na, gehen wir die ab oder machen wir erst noch weiter hier? Ach komm, wir machen erst noch weiter hier. Genau, sage ich ja.
Das war auch direkt meine Intention. Genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ein paar Flickerer hier. Ich glaube, die flickern die? Ne, die flickern nicht. Die flickern nicht. Oh. Ne. Oh, Owl. Owl ist doch dein. Ist doch was für mich. Ja. Ah, da blitzt schon wieder was. Ich hol mir den mal. Ah. Ich gratuliere. Dankeschön. Dürfte es aber auch nicht mehr so weit weg sein. Nee, ist nur noch ein Müh an Erfahrungspunkten. Wir könnten noch, hätten noch erstmal nach oben gehen können, weil da waren, glaube ich, irgendwelche. Hier ist auch ja irgendwas. Das meine ich, glaube, das waren die sogar. Achso. Gatsching. Oh, hier ist sogar Ambrissa. Order of Mervil. Schon? Das Ding ist schon hier. Du, was los? Achso. Hier hat gerade wie ein kleines Kind geweint. Hast du dich gehört? Ey, ich hab hier so ein Aura-Ding. Was alles andere übertönt? Bisschen, ja. Naja, zumindest hält es mich nicht davon ab zu leveln. Beziehungsweise den durch Level-Up verfügbaren Skill-Point einzusetzen. Ach, Stille. Was noch komplizierter? Na klar, geht immer. Hier noch ein Komma, da noch ein Komma. Oh, direkt noch was. Bam! Ja. Superior Longbow. Wuhu! Will er nicht. Will er nicht. Hier ist Lackgasse. Ist ja toll. Ah, hier kann man lang gehen. Ist das schon wieder? Ja, da ist schon wieder besonders dabei. Gortooth. In der Tat. Meine Regeneration regeneriert jetzt 3,9 statt 3 Mana pro Sekunde. Hört, hört. Ich glaube, das war nur die Tochter, die war, also die hätten wir, das war nur optional, glaube ich. Die Tochter war optional, ja. So. Jetzt kommt hier die eigentliche. Die Kavernen des Zorns. Mit den tollen Illusionen. Hm. Die, glaube ich, gruselig sein sollen. Sie sollen uns einfach nur verführen, diese Illusionen. Glaube ich eher. Hm. Man weiß es nicht. Oder uns den richtigen Weg weisen. Mich verführt jetzt nichts, was in der Wand verschwindet. Oh, gerade gesagt, richtigen Weg weisen, ne? Denkst du? Ja, naja. Hm? Nee, gut. Nee. Wo sind die Pfeile hin? Ich hatte jetzt kurzzeitig einen Ruckler drin, ne? Ja, das hatte ich auch. Ist also scheinbar echt serverseitig teilweise. Strapped Leather. Naja, Spiel ist noch jung. Naja, gerade erst released. Ah, das ist doch diese. Ah, aua, ja. Außer man tötet sie schnell genug. Au, so nicht. Das war die beispiellose Ausführung, so, wie man es nicht macht. Aua, aua, mein Gott. Haben die nichts Besseres zu tun, als zu explodieren? Nee. Der beste Ort dafür ist direkt vor deiner Fresse. Oh. Jetzt hatte ich schon wieder so einen Rubberband-Effekt, dass ich kurz mal da war und dann woanders war. Was hast du denn jetzt auf dem Kopf? Ja, jetzt ist es weg. Jetzt kann ich nicht gucken. Au. Blöden Viecher. Wenigstens war es nur einer diesmal. Den anderen habe ich noch gekriegt. Mhm. Na, wo lange denn du? Hm. Ich raten würde. Würde ich sagen, hier lang. Hm.
Tatsache. Nee, das ist wieder eine Tochter. Noch eine Tochter. Ambrosia. Meine Güte. Ist Ambrosia nicht Götter gesagt? Oh Gott. Und sie heult auch nochmal. Kannst ja mal probieren, ob es Göttergesüff ist. Nee. Zu viel Tentakel dran. Ja, ne. Boah, keiner explodiert. So macht man es richtig. Na, komm ich noch mehr? Nee. Ich glaube, das ist hier so eine Art Sackgasse. Ich glaube auch, dass das nicht nur so eine Art ist. So ein Verwandter der Sackgasse. Ah, hier so viel Gold, da sind wir, glaube ich, richtig. Ah, ja, wenn es goldig wird, sind wir richtig. Da ist es auch schon. Merwels leer. Nur zur Sicherheit werde ich mal ein Townportal, falls das einer von uns beiden... Das hättest du eventuell drin machen sollen, nicht draußen, ne? Warum? Weil wir dann direkt drin wären und reingehen könnten, ne? So. Ne? Naja, der hat einen Klick. Naja, warten wir noch Intelligenzbuff ab, dann klappt das auch. Ach, Schnauze. So, spannende so. Musik. Ja, wow. Direkt mal geht's hier los. Hallo, ja. Ben. Der Bossfight hier hat zwei Runden auch. Wir besiegen sie einmal in ihrer Sirenenform. Wie sie mehr oder weniger attraktiv aussieht. Und bin eingefroren. Wow. Bin nochmal eingefroren. Mist, mein Tank hat keine Charges mehr. Sie resistet cold. Aua, 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 aua. Boah, komm, ja. Och. Echt jetzt? Ja. Hatte okay, keine jetzt ist die zweite Runde los. Chargen mehr. Alle Tränke waren leer. Ich komme. Dodge. So, bei ihr lohnen sich ja so Flächeneffekte nicht wirklich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf dich drauf schieße. Ach ne, da war noch so ein kleiner daneben. Mhm. Bam! So. Alles Gelbe ist für dich reserviert gewesen. Das ist schon mal cool, finde ich. Dann nehme ich die beiden. Okay, dann nehme ich den anderen. Der Salad ist ja auch sogar mehr oder weniger für dich. Ist ja Rüstung und Ausweichen. Wie, wo, was? Du hast den Helm aufgenommen, der Salad. Ach, das Ding, ja. Nee, ja, das Rüstung und Ausweichen. Ja, nee. Brauche ich zu viel Stärke für. Habe ich nicht. Bin dumm und schwach. Requires Level 17. Wobei, so doof ist der gar nicht mehr. Und immerhin schon 73 Intelligence. Bäh. Ja, wahrscheinlich 5-mal mehr als du hast. Das kann ich ja so nicht sitzen lassen. doch, ich habe nur 27. Okay, nicht ganz 5-mal mehr. Aber bei deiner Intelligenz schaffst du es eh nicht, das Vielfache davon auszukriegen. Der Südwald. Willkommen im zweiten Akt von Path of Exile. Ja, das war ein Akt. Ja. Boink. So, jetzt so, haben wir natürlich viel Auswahl, aber wir könnten natürlich einmal zurück. Lass mal zum Lions Eye Watch gehen. Meinetwegen auch dahin. First I thought you brave. And a fool for seeking out Mervale. Fall in love with death. Now. Ja, sie hat gedacht, dass wir einfach nur wahnsinnig sind. Im Endeffekt sind wir das auch, aber pst. Ich habe hier Burning Arrow drauf. Wo ist die anderen? Skill Drive und Star Drive. So, das ist nämlich ein sehr cooles Support-Game hier. Das ist nämlich Fork.
Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ihn hier, falls du ihn nicht hast, aber hat er. Dem also ist nicht so. Braucht er nicht. Das kommt sehr lustig hiermit. Das ist ja mein Split Arrow, ne? Oh je. Und den kann ich denn damit verbinden. Und seht ihr, ist da oben so ein lustiges Y drin. Das heißt, der Support Game wirkt auf diesen Skill Game. Und die beiden sind verbunden. Die beiden sind eine Einheit und sind zusammen stark. Naja, hast du es jetzt mit den Motivationsreden hier? Jawohl! Wir schaffen das! Wir haben es doch schon geschafft. Eins. Ja. So. Lassen wir uns einfach nicht entmutigen von diesen Motivationsreden. So. Das Schöne ist, er hat jetzt so eine richtig schön umweltverpestende. Hallo. Pfeil, ja, Flut, Skillung. Pfeilhagel ist nichts dagegen. Nee. Die verschwinden ja wenigstens. Stimmt, die verschwinden irgendwann. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob, wenn man lange genug wartet, die anderen Pfeile auch alle verschwinden. Ich glaube, da kannst du lange warten. So, haben wir das. Immer noch nicht die richtige Ausrüstung so. Insgesamt. Naja. Vor allem nicht mal den richtigen Helm. Bräuchte auch mal so ein Tricor-Dingsbums. Erster Ding. Tricorn. Oder ja. Dreispitz. Piratenhut. Oder so? Nee, das bist du nicht. Da ist er. Ich gucke gerade. Ob ich sowas habe, was ich gerade suche. Wow, not bad, not bad. Really not bad. Sehr gut. Was hat er denn jetzt? Ich hatte vorhin so eine etwas schwere Rüstung gefunden, die ich nicht tragen konnte. Weil ich nicht Level 17 bin. Ah, und die hast du jetzt. Willst du mir damit sagen? Oh, nein, ich hatte da ein Orb zum Ändern der Slotfarbe gemacht. Und habe einen grünen bekommen, der mit zwei roten verbunden ist. Juche. Nicht wahr? Um nicht zu sagen, jabba dabba du. So, ich würde bei Joche bleiben. Okay. Oh, direkt so, mal. Hier sehen wir es mal. Es sieht jetzt gerade so schön, wie sich meine Pfeile einfach mal splitten, wenn sie auf den Gegner treffen. Schön. Die Projektile danach machen zwar weniger Schaden, aber es sind immerhin mehr Pfeile. Und sie machen wie ihr gesehen habt, hatten auch gerade zwei von den kleinen Affen wieder ein paar von den Pfeilen schon stecken. Die fliegen wirklich arschweit, also... Da müsste man mal so eine Zeitlupe machen können. Das ist, denke ich, auch genauso wie bei der Amazone in Diablo 2, dass die einfach irgendwann... Die fliegen, glaube ich, auch fast über die ganze Karte. Ups, klappt so auf tot. Tja. Stimmt, schon Champions dabei. Nee, oder? Doch, die blauen Champions. Doch, da sind... Zwei, drei dabei. Mal, ist noch ein Schwert. Kleiner Blutaffe. Langschwert. Das ist nicht wirklich für irgendjemanden von uns von. Oh, guck mal. Ach, schon wieder so eine Flitzepiepe. Der Wutief. Warum klebt der gerade so an mir dran? Oh. Zucker am Arsch oder was? Ah. Hat er seine Affen gerufen. Ja, die großen Affen, die haben nämlich so einen Versammelt-Euch-Schrei, die andere von den Bäumen runterlocken, die vorher nur zugesehen haben. Mhm. Hier sieht man jetzt auch schön, wie die ganzen Pfeile hier in den Bäumen stecken, fast schon eine Leiter bilden. Das wäre doch mal cool, würden sie quasi den Weg in die nächste Ebene ebnen. Ja, der hat schon wieder geschrien. Kleiner Brüllaffe. Heißt nicht sogar so? Ach ne, das sind Chieftains oder wie die heißen. Ja. So, der ist verbrannt. Der lebt noch. Ist nicht mehr.
er lebt noch. So, dolle Kiste. Oh, Orb of Chance. Oh, drei Chieftains hier. Okay, keiner konnte brüllen. Doch, einer hat, glaube ich, gebrüllt. Hm. Och. Der hat doch alle die Items aufgenommen, ich fasse es nicht. Ja, da will man mal einen Gegner verfolgen, klickt wahllos irgendwo hin. Vielleicht sogar in die Nähe des Gegners. Und was macht man? Man hebt ein Item auf. Hui, 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 hui. Hui, hui, mehr Pfeile. Ah, das muss ich treffen. Geht doch. Und hier sind noch mehr Gegner. Noch mehr Affen. Oh Gott. Schön ist, dass sie auch so schön weglaufen, wenn mal einer gestorben ist. Dann kommen sie aber trotzdem noch wieder. Mich stört das nicht, wenn sie weglaufen. Ja, dich nicht. Aber ich heb ja dann die ganzen Items aus. Nihihi. One hit. Hier ist hier ein Chieftain und der hat gebrüllt. Ui, hier. Ah, ich merke auch jetzt, dass ich mehr Mana verbrauche, weil ich den Skill mit dem Support Game verbunden habe. Ich muss in meiner Nähe bleiben. Die. Sobald man quasi ein Support Game mit einem Skill Game verbindet, wird auch quasi beziehungsweise wird ein Mana-Modifikator nochmal raufgesetzt. Einfach, weil das kann. Ja, und sonst wäre es ja auch zu einfach. Quatsch. Dafür, dass es stärker ist, sollte es ja dann schon so ein bisschen. Quatsch. Mehr Verbrauch. Ja. Eine Level 17. War das ja eine Rüstung mit Level 17? Aha. Ja. Ah, jetzt habe ich endlich. Nicht endlich da angekommen, wo ich hin wollte. Mana Gain on Kill und ich werde gerade angegriffen. Lässt du mich mal hier zu Ende sprechen? Jetzt ist er weg, da ist er. Hm? Bup, bup. Blödes Vieh. So. Dann kriege ich ein bisschen mehr Mana, wenn ich ein paar Leute töte. Yay! Ja, Killing Spree! So. Aber so wie es aussieht, werden wir das nächste Gebiet nicht mehr in dieser Folge finden. Also würde ich sagen, heben wir uns doch die Spannung für die nächste Folge auf und erzeugen jetzt quasi einen Spannungsbogen zur nächsten Folge. Oh nein, ein Cliffhanger. Oh Gott. Wie weit sind wir gesunken? Weiß ich nicht. Wir haben uns auf jeden Fall zur fünften Folge vorgearbeitet. Yeah. Und ja, lasst eure Comments, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen. Wollt ihr mehr, wollt ihr andere Spiele? Würde uns jetzt langsam auch interessieren. Oder wollt ihr vielleicht Einzelprojekte? Wir würden lieber gerne euch noch weiterhin gemeinsam bespaßen. So ist es. Was eventuell bei uns ansteht, wäre Portal. Die Core-Kampagne. Portal 2 in dem Fall. Portal 2, genau. Da mal ja. Jetzt. Kommt da noch einer. So ein Nest. Ich glaube, jetzt habe ich was aufgehoben. Fuck. Und eventuell den Koop-Story-Modus von 4-3. Oh ja. Sagt uns eure Meinung. Und ja, wir werden euch dann liefern, was ihr euch wünscht. In diesem Sinne, habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer STB. Wir sehen uns. Der Cyrus. Bis dann.